Ich habe damals etwas hier geerbt. Das war sehr schwierig, das erste Halbjahr. Dann haben wir uns gerettet. Zum Schluss kann man sagen, Plus minus Glück und so weiter. Aber dann habe ich auch klar gesagt, wie ich das sehe. Manager hat gleich mitgemacht. Eigene Jugendspieler, ja, viele gute Jugendspieler, auch junge Spieler zu holen. Und von Traum her, ich habe immer geträumt, hier bei Hertha BSC kann man vielleicht so etwas erreichen wie damals Ajax Amsterdam. Ja. Eigener Nachwuchs, großer Fußball. Aber das braucht Zeit und braucht auch Geduld. Ich glaube, dieses Jahr ist ein Tick anderes wie die letzten zwei Jahre. Die letzten zwei Jahre habe ich eine Mannschaft Kader gehabt. Ich glaube, wir haben die Maximum rausgeholt von den Jungs. Gibt nicht mehr. Siebter, sechster Platz, das ist sehr gut für uns. Absolut. Wir haben eine Vision jetzt nach vorne. Wir haben potenzielle junge, gute Spieler geholt, wo wir noch besser sein können und wollen. Aber das braucht ein bisschen Zeit. Und erstmal, ich glaube, das ist ein schönes Zeichen, gestern auch die 0-0 oder dieses Jahr mit Leipzig, mit Leverkusen auswärts so zu spielen. Weil es gibt Jahre, wo Auswärtsreise habe ich gemacht und habe ich zu Hause zu meiner Frau gesagt, ach Schatz, ich nehme meine Tasche mit, aber ich glaube, ich komme ohne Punkte nach Hause. Weil das war so ein Gefühl. Und jetzt gehe ich nach... Jetzt ist es genau umgekehrt, oder? Jetzt ist genau umgekehrt. Jetzt kommt schon ein Scherzchen und dann sage jetzt ich... Jetzt nimmst du einen Koffer mit. Jetzt nimmst du einen Koffer auswärts mit, oder? Okay.